Heute geht es um das Simple Past. Wir schauen uns an, wie wird es gebildet, wie verwende ich es und welche Fehler tauchen dabei leider manchmal auf. Das ist ganz wichtig. Legen wir direkt los. Also, die Formel für die Bildung der regelmäßigen Verben im Simple Past ist ziemlich einfach. Wir haben das Infinitiv, Infinitive genannt auf Englisch und tun ein ED hinten dran. Da kommen dann Sätze raus wie you talked to him. Das bleibt in den anderen Personen völlig gleich. Also she talked to him, we talked to him und so weiter. Da ändert sich gar nichts. Das ist relativ einfach zu lernen. Es gibt ein paar kleine Besonderheiten, die man sich merken soll. Zum Beispiel bei einem Verb wie like, wenn ich das in die Vergangenheit setze, muss ich ein E wegnehmen, erst von dem Stamm und dann ED dran tun, also kein Doppel-E. Bei einem kurzen Verb, also eine Silbe nur wie stop, was in einen Konsonant endet, wird der Konsonant gedoppelt, also stopped. Sonst würde ein Engländer das stoped lesen, dafür ist das da. Und bei einem Verb wie study, was im Y endet, wird aus dem Y ein IED. Darauf immer achten. Ein bisschen schwieriger wird es jetzt bei den unregelmäßigen Verben. Vor allem darum, weil ich niemals so genau weiß, welche das sind. Die muss ich also kennen. Ein paar Beispiele dafür. To take is took. To go is went und to be wird was were. Wann wird's was, wann wird's were, ist auch klar. Bei was kommt für I oder he, she, it und were für we, you, they. Wie lerne ich die jetzt am besten und wie weiß ich, welche das sind? Ich muss tatsächlich einfach diese Liste durchgehen. Ihr habt wahrscheinlich so eine ähnliche Liste hinten im Buch. Es gibt auch Listen im Internet. Einfach durchgehen und einfach lernen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Ich habe auch ein Video gemacht zu den wichtigsten 30 Verben. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Ansonsten, wenn ihr neue Wörter lernt, lohnt es sich auch, direkt diese drei Formen zu lernen. Also wenn ihr das Verb teach neu lernt, direkt teach, taught, sich zu merken, um dann das anwenden zu können. Wie sieht es bei Verneinungen aus? Verneinungen sind eigentlich relativ einfach und die sind nachher den Fragen sehr ähnlich, deswegen ist das nicht viel zu lernen. Das Wichtigste, was ich mir merken muss, ist, ich brauche did und dann nach kommt das Infinitiv. In dem Fall, weil es ja eine Verneinung ist, didn't oder did not und den Infinitiv. Also zum Beispiel, he didn't see me, they didn't know oder wenn man die lange Form nutzt, also nicht die Kurzform verwendet, she did not go there, you did not play. Jetzt ist es bei den Fragen, wie gesagt, sehr ähnlich. Eine Sache, auf die ich hier noch achten muss, ist das Subjekt oder die Person, wenn ich so will, kommt zwischen das did und den Infinitiv. Sieht dann zum Beispiel so aus. Did he see me? Did they know? Did she go there? Oder did you play? Jetzt gibt es manchmal Fragen, bei denen kommt ein Fragewort davor. Das ist auch ganz einfach. Das tue ich einfach direkt ganz an den Satz anfangen. Also Fragewörter wie how, when und so weiter. Klingt dann so. Why did he see me? How did they know? When did she go there? What did you play? Also relativ einfach. Es gibt eine Besonderheit bei Fragen und Verneinung und das ist das Ausnahmeverb to be, was ja oft vorkommt. Und zwar kann ich hier diese Formel so nicht anwenden, sondern ich habe die Ausnahme, dass ich es so mache. Was it good? Were they nice? Oder, dass ich dann antworten kann, it wasn't good, also eine Verneinung jetzt, they weren't nice. In beiden Fällen ganz wichtig, kein did. Leider, das gilt wirklich nur für to be, muss man sich also auch einfach merken. Wie verwende ich das Simple Past? Es ist eigentlich ganz einfach, es geht um in der Vergangenheit abgeschlossene Handlungen und Ereignisse, wie hier diese Beispiele. I went to Spain last summer, I saw my friend yesterday, I walked to school this morning. Ihr seht, ich habe die Zeitangabe rot markiert, um zu zeigen, wenn ihr mal so ein Wort liest, könnte das ein Signalwort sein, das euch zeigt, jetzt müsste eigentlich Simple Past verwendet werden. Welche Fehler passieren dabei schon mal? Also die Irregular Verbs werden ganz schnell mal vergessen, das ist klar. Dann steht da zum Beispiel, I take the keys, sollte natürlich sein, I took the keys. Oder did bei Fragen und Verneinung wird weggelassen. What did he went not there, das geht nicht, sondern es müsste sein, what did he do, he didn't go there. Wie gesagt, einzige Ausnahme, das Verb to be. Fragen und Verneinungen werden manchmal, wird manchmal dann der Infinitiv auch noch in Simple Past getan. Es wird also etwas zu viel gemacht. Das sieht dann so aus. Did you talked to him? Aber die Vergangenheit ist ja schon in dem did drinne. Wir können die also in dem Infinitiv nicht brauchen. Es soll ja ein Infinitiv sein. Also, did you talk to him wäre natürlich richtig. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ihr seid ein bisschen fitter jetzt in dem Simple Past. Wenn ihr noch mehr Tipps, Anregungen, Hilfe zu Englisch braucht, schaut euch mal um auf meinem Kanal
Da ist eine Menge Material für die Unterstufe, für die Mittelstufe, für die Oberstufe. Ich hoffe, euch bald nochmal zu sehen. Bis bald. English with Mr. Bean.